Wir sind heute hier auf der Bau 2019 und ich befinde mich am Stand von Cutnik Deutschland. Neben mir sitzt die Frau Berg, die jetzt schon seit einigen Tagen auf der Messe ist. Wie ist die Messe bisher gelaufen? Wir haben eine sehr gute Besucherzahl hier bei uns. Sehr gutes Fachpublikum, gute Gespräche, nichts Oberflächliches. Auch mit unserer Produktion in Deutschland ist natürlich nochmal ein ganz anderes Augenmerk auf uns gefallen und war wirklich erfolgreich. Und was ist neu am Stand von Cutnik? Neu, wir haben neue Verpackungen. Wir können alles aus Papier machen, also die ganze Umwicklung, die Banderole, wir haben Papierklebeband. Was ich einfach auch wichtig finde, doch auch für die Umwelt etwas zu tun und besser heute beginnen als morgen. Was macht Cutnik denn noch für die Umwelt? Wir produzieren mit Wasserkraft, wir haben LED-Leuchten und sind auch intern sehr bemüht, wenig Plastik zu verwenden und nicht mehr so viel nicht wiederverwertbares zu haben. Welches Publikum war denn die letzten Tage hier auf der Messe? Ja, es waren sehr viel Fachpublikum, auch aus dem Inland natürlich, aber auch sehr speziell viele ausländische Firmen, zu denen wir bisher auch noch keinen Kontakt hatten. Sehr interessante Gespräche, es waren, egal ob das jetzt Saudi-Arabien, Israel oder Südafrika war, also war wirklich alles vertreten.